Ja, hallo alle Mann und ihr kennt mich schon und heute bin ich da, um euch auch, also auch angeregt durch diese Sache mit dem Pierre Vogel, durch dieses Video ein bisschen was zu erzählen über islamische Begriffe, die in unseren Medien ja auch völlig verzerrt dargestellt werden. Und da ich ja nun Muslimin bin, bin ich ja eine erste Quelle für euch und hoffe, dass ihr mir das erlaubt, dass ich euch ein bisschen was erzähle. Denn der Pierre Vogel ist vielleicht auch nicht unbedingt jemand, den ich so besonders mögen würde. Aber dieses eine Video, das fand ich jetzt auch ganz cool. Er hat also gesagt, ihr sollt salafistische oder wie auch immer Muslime sollen also friedlich bleiben. Gerade was jetzt den Kampf gegen die Kurden oder gegen die Jesiden angeht, das soll man nicht auf deutschem Boden austragen. Und da bin ich halt auch seiner Meinung. Aber mir ist eben in der letzten Zeit aufgefallen, dass die Berichterstattung über den Islam an sich, den Islamismus und so weiter, dass das eigentlich auch immer zu Propagandazwecken missbraucht wird und verzerrt wird. Also meine Freundinnen, die sagen immer, unsere Begriffe, die wir im Islam so haben, die werden neuerdings in den deutschen Medien regelrecht vergewaltigt. Und darum habe ich es mir heute mal auf meine Kärtchen geschrieben. Ein paar von diesen Begriffen wollte ich euch gerne mal erklären, wie sie tatsächlich im Islam oder in der muslimischen Gesellschaft gemeint sind oder auch im Koran stehen, damit ihr einfach mal merkt, wie das falsch dargestellt wird in den Medien, um halt auch bestimmte, ich sag mal, ehrwürdige Absichten oder auch Moralbegriffe einfach durch den Dreck zu ziehen. Ich fange mal an, überhaupt mit dem Wort Islam. Also Islam ist ja eigentlich ein ganz simples Wort. Im arabischen Wortstamm besteht das nur aus den Buchstaben S, L und M. Und das bedeutet eigentlich nur Ergebenheit in Gott. Das heißt, jeder Mensch, egal ob er sich Muslim nennt oder nicht, der an Gott glaubt und danach lebt, was sein Buch ihm sagt, auch wenn er Christ ist zum Beispiel, oder wenn er Jude ist, oder wenn er einfach nur monotheistisch an Manitou glaubt, oder was auch immer, der ist erstmal ein Gottergebener. Also für uns eigentlich ein Muslim. Das ist die wahre Übersetzung dieses Wortes. Und das weiß eigentlich kaum jemand. Das heißt, ein Muslim ist ein Gottergebener. Und aus der gleichen Wurzel kommt auch das Wort Salam. Also jeder Muslim, auch arabische Christen, sagen sich untereinander Salam Aleikum. Das bedeutet Frieden sei mit dir und kommt aus der gleichen Wurzel wie Islam oder Muslim oder auch Salam. Also Frieden, Islam ist gleich Frieden machen durch Gottes Ergebenheit, sonst nichts. Dann haben wir das mit dem Salafisten. Der Salafist ist also nach den deutschen Medien eigentlich immer der Fundamentalist und ein ganz böser Mensch, der die Welt wieder ins Mittelalter stürzen will. Vielleicht stimmt es auch ein bisschen. Also ein Salaf, das sind eigentlich diejenigen, die getreu dem Vorbild des Gesandten Mohammed in Erscheinung treten. Also die ahmen seine Erscheinung nach, die kleiden sich genauso, wie er sich gekleidet hat. Die versuchen, in eine gleiche Wortwahl zu nehmen, sich entsprechend auch in ihren Taten dem Propheten anzunähern, in ihren moralischen Vorstellungen, auch in dessen Weisheit, mit dessen Gewohnheiten. Und das Gleiche bezieht sich auch auf die Gefährten, die damals mit dem Propheten gelebt haben. Also das ist im Prinzip tatsächlich ein Rückschritt in diese Zeit, aber nicht im Bösen. Also eigentlich wirklich nur total traditionell und so ähnlich wie Amish vielleicht, könnte man das sagen. Das Wort Dschihad, das ist, glaube ich, auch ein ganz interessantes Wort. Dschihad bedeutet auf Arabisch erstmal nur Anstrengung oder auch Bemühung. Anstrengung und Bemühungen, und zwar in allen Aufgaben des Lebens, also nicht nur in religiösen Fragen. Dschihad bedeutet nicht heiliger Krieg. Heiliger Krieg gibt es überhaupt nicht, es gibt keinen heiligen Krieg. Das gab es früher mal vor 1000 Jahren, als die Kreuzritter irgendwo in der Welt meinten, die Welt christlich missionieren zu müssen, aber heiliger Krieg ist kein Dschihad. Das ist vielleicht auch interessant zu wissen, dass der Krieg an sich im Islam eine sehr große Sünde ist. Das heißt, im Koran wird an mehreren Textstellen gesagt,
dass man keinen Krieg führen darf. Also Angriffskriege sind hundertprozentig verboten, im Kleinen wie im Großen. Die einzige Ausnahme besteht darin, dass man sich selbst, also Leib und Leben, Haus und Hof verteidigen darf oder die freie Religionsausübung. Und auch da ist der Krieg nur erlaubt, wenn man in seiner Religionsausübung angegriffen wird. Und man kämpft nicht nur für Muslime, sondern auch für andere Religionsgemeinschaften. Das Wort auf Arabisch für Krieg heißt eigentlich Harb oder auch Qital. Also Qital ist der bewaffnete Krieg und Harb ist eigentlich ein Staat, der sich im Kriegszustand befindet. Dschihad wäre für mich zum Beispiel als Muslimin hier in einer nicht-islamischen Gesellschaft, dass ich meinen Werten treu bleibe. Das wäre jetzt mein Dschihad, den ich hier täglich zu machen habe. Dass ich zum Beispiel, wenn ich nicht verheiratet bin, dass ich keusch lebe, dass ich nicht mit Männern irgendwie wild rummache, dass ich geduldig bin, wenn ich angebracht werde, also weil ich Kopftuch trage, dass wenn die Leute irgendwie mich anpöbeln oder blöde Sprüche machen, dass ich geduldig bleibe und nicht einen doofen Spruch zurückmache, das ist Dschihad. Oder dass ich auch standhaft bleibe, also wenn alle Welt zu mir sagt, ey, zieh doch den blöden Lappen vom Kopf, dass ich dann sage, nö, mache ich aber nicht, ich will aber so aussehen. Das ist mein Dschihad. Und im Koran steht auch ganz klar, wenn der Druck zu groß ist auf Muslime, dann sollen sie das Land verlassen. Ganz einfach. Also wenn ich das Gefühl habe, ich kann als Muslimin hier nicht mehr frei leben, muss ich irgendwo hingehen, wo ich vielleicht glaube, freier leben zu können. Glaube ich zwar nicht, aber kann ja sein. Dann gibt es das Wort Schehid oder auch der Märtyrer. Das ist auch, das wird in den Medien immer so belächelt, ach, die Leute, die wollen nur 88 oder 99 Jungfrauen im Paradies und deswegen lassen sie sich einfach umnieten. So ist es auch nicht. Also jemand wird nur ein Märtyrer, der sich für die Verteidigung der Religionsfreiheit geopfert hat und nicht nur der Religionsfreiheit. Ein Märtyrer kann auch jemand werden, der an einer schweren Krankheit gestorben ist oder der gerade im Gebet war oder der eine gottesdienstliche Handlung gemacht hat. Oder auch der für allgemeine Menschenrechte gekämpft hat und dabei vielleicht sein Leben verloren hat. Das sind alles Menschen, die sind Märtyrer. Das ist also kein typisch islamischer Begriff, wo Leute sich in den Tod stürzen, um möglichst viele andere Leute mitzunehmen. Denn im Koran steht auch, wer das Leben eines einzelnen, eines unschuldigen Menschen ausgelöscht hat, ist so, als hätte er die ganze Menschheit ausgelöscht. Und jemand, der einen Menschen gerettet hat, ist so, als hätte er die gesamte Menschheit gerettet. Ja, Kalifat, das ist auch so ein Thema, das vielleicht ganz interessant ist, gerade wegen dem IS, also wegen dem islamischen, was auch immer das sein soll. Also diese Sache, die jetzt, diese Terrororganisation, die jetzt in der Welt rummordet, das hat nichts mit Islam zu tun. Das ist also eine ganz klare Sache, dass eigentlich alle Muslime, die ich kenne, sich hundertprozentig davon distanzieren. Das tue ich hier nicht, weil ich glaube, dass ich das nicht nötig habe. Aber ich könnte aufklären, ISIS ist also keine islamische Sache, sondern die ist großgezogen worden von Geheimdiensten, ich mutmaße einfach mal vom Mossad vielleicht, finanziert mit Waffen, unterstützt von USA, von Zionisten, von der Waffenlobby, keine Ahnung. Aber es gibt da keine Verwandtschaft im Islam. Denn wenn man sich vorstellt, dass in Syrien oder im Irak Muslime andere Muslime töten, um einen islamischen Staat zu machen, dann ist das ja Brüdermord und der ist hundertprozentig verboten im Koran. Das gibt es überhaupt nicht. Das Kalifat, wie es eigentlich im Islam gedacht ist, das ist ein Traum. Ein Traum der Muslime, also die Menschen träumen von einem eigenen Land voller Gerechtigkeit, wo alle Menschen die Religion frei ausleben können, die sie haben. Ob sie eine haben, ob sie keine haben, ob sie Christen sind, Juden, Jesiden, Kurden, weiß ich nicht, irgendwas. Der islamische Staat würde eigentlich, wie im Ideal, dafür sorgen, dass alle Menschen ihre Religion frei ausleben können. Und die Muslime sollen eigentlich sich einsetzen, um diesen Staat zu schützen vor Plünderungen, also vor
Landgrabbing oder Bodenschätze klauen und dann den alten Müll wieder abladen. So sowas, also was eigentlich momentan die USA gerne woanders macht, das davor würde der Islamische Staat sich eigentlich schützen wollen. Deutschland auch. Ja, bitte? Deutschland auch. Deutschland auch, genau. Also der steht eigentlich auch für freie Bildung und auch für eine zinsfreie Wirtschaft, also für ein humanes Wirtschaftssystem oder auch Finanzsystem. Das sind eigentlich Dinge, für die ein islamischer Staat stehen sollte oder für die ich auch Muslimin bin. So, dann haben wir eben das Thema der Jungfrauen im Paradies oder auch die Huris, wie sie im Arabischen genannt werden. Das ist also nicht so, dass einer, der sich jetzt in die Gewehrmündung geschmissen hat und jetzt meint, er sei als Märtyrer gestorben, dass er jetzt da die großbusigen Jungfrauen kriegt, sondern da ist es so, die Huris oder die Jungfrauen im Paradies sind eigentlich gar keine Frauen oder Jungfrauen, wie man das hier versteht. Das sind eigentlich Gefährten, die man bekommt, wenn man einsam gestorben ist. Also der Koran bietet jedem Menschen, der sein Leben ohne einen Lebenspartner verbringen musste, einen Ersatz und das sollen diese Huris sein und die werden so aussehen, wie jeder, der gestorben ist, es sich wünscht. Also das ist das metaphorische Idealbild eines Muslims, der eben einsam war und damit getröstet werden soll, dass er vielleicht im Paradies dann mit netten Gefährten begleitet sein darf. Das gilt auch für Frauen, also das kriegen nicht nur Männer. Das ist auch interessant zu wissen. Das kann man auch vergleichen mit den Schilderungen aus dem Koran, dass Menschen im Paradies eben grundsätzlich das kriegen sollen, was sie sich auf der Erde gewünscht haben. Und da der Koran ja nun in einem arabischen Land oder einem sehr heißen Wüstenstaat offenbart wurde, steht da auch immer wieder und sie werden sein in Gärten voller Bäche, durcheilt von Honig und Wein. Also das sind ja eigentlich gar nicht Dinge, die wir uns wirklich wünschen. Ja, ich wünsche mir keinen Bach voller Honig, was soll ich denn damit? Ja, aber das sind einfach nur metaphorische Beispiele. Das soll heißen, da kriegt man dann eben die Dinge, die man sich wünscht. Ja, und der Kalif, also dieser El-Baghdadi, der da diese ganzen Massaker anrichtet, der ist sicherlich kein Kalif, denn wenn er seine Religion kennen würde, dann wüsste er, dass es schon einen vor ihm gab. Und es darf ja eigentlich nur einen Kalifen auf der Welt geben. Aber unsere netten Freunde Boko Haram in Nigeria, die haben ja schon längst auch einen Kalifen gewählt. Also müssten die sich jetzt gegenseitig umbringen. Ist auch ein interessantes Thema, Scharia. Also das wird auch hier in den Medien ganz verzerrt dargestellt. Hier sagt man immer so, Scharia, um Gottes Willen, da werden die Hände abgehackt, da werden Leute geköpft und gesteinigt und ausgepeitscht. So ist es nicht. Scharia gibt es eigentlich überhaupt nicht und schon gar nicht im Islam, also im Koran steht nichts davon. Aber es gibt einen Konsens von Gelehrten und die haben irgendwann mal eine Ansammlung von Ethik und moralischen Werten zusammengetragen und waren der Meinung, sie müssten das in einer Art Grundgesetz festhalten. Und das nennt sich halt Scharia. Das Interessante daran ist, dass 80% sich tatsächlich nur mit Ethik und Moral beschäftigen. Und dann gibt es auch noch diese gefürchteten Strafen, von denen ich gerade gesprochen habe. Also zum Beispiel Hand abhacken oder Peitschenhiebe und so ein Quatsch. Aber das sind Dinge, die werden nur theoretisch erwähnt. Denn die Weisheit liegt eigentlich darin, dass diese Strafen in der Praxis überhaupt nicht durchführbar sind. Das liegt nämlich darin, dass für jedes Vergehen 4 Zeugen in flagranti stehen müssen, die jemanden bei einer schweren Sünde erwischt haben. Also das reicht nicht, wenn zum Beispiel ein Mann und eine Frau fremdgegangen sind, also sie haben andere Ehepartner und haben sich zusammen mal irgendwie getroffen und dass dann jemand sagt, so, die werden jetzt alle gesteinigt, sondern da müssen 4 Menschen diese beiden gesehen haben beim Koitus und sie müssten auch tatsächlich gesehen haben, dass die nicht nur aufeinander lagen, sondern dass das wirklich echt passiert ist und das ist praktisch unmöglich. Das heißt, solche Voraussetzungen kann man niemals schaffen, um tatsächlich auch so eine Strafe dann anzuwenden. Diese Strafen sind nur genannt worden, um einfach den Menschen ein moralisches Grundprinzip zu geben. Das heißt, geht nicht fremd, macht nicht in der Gegend rum, wenn ihr verheiratet seid, wenn ihr Kinder habt. Das kann Familien zerstören, das hat gravierende Folgen für eine soziale Gesellschaft. Das ist eigentlich alles.
Aber dass diese Strafen umgesetzt werden in Ländern wie Iran oder Saudi-Arabien, das ist unislamisch. Also die haben eine unislamische Gesetzgebung. Ich glaube, das war's. Ja, vielleicht noch ein paar Begriffe, die vielleicht nicht unbedingt mit dem Islam in Verbindung stehen, aber wo wir als Muslime hier auch immer wieder angesprochen werden. Das ist zum Beispiel ein Thema Ehrenmord. Das wird auch ganz oft eben wieder mit uns in Verbindung gebracht, wobei es im Islam keine Ehrenmorde gibt. Die gibt es nicht in einer sozialen westlichen Gesellschaft wirklich und die gibt es auch nicht im Islam. Das heißt nicht religiös gerechtfertigt. Das gibt es natürlich in jeder Gesellschaft. Aber in Deutschland heißt es dann eben Familiendrama. Ja, und das gibt es auch in anderen Gesellschaften. Ehrenmord hat keine religiöse Grundlage. Dann gibt es auch noch das Wort Zwangsheirat. Das wollte ich auch noch mal erklären, dass der Islam eigentlich genau dagegen steht. Also als unser Prophet vor 1400 Jahren den Islam versucht hat zu etablieren, da kam er in einer Gesellschaft, wo Frauen überhaupt keine Rechte hatten. Frauen wurden vererbt wie Eigentum. Oder wurden weitergegeben wie Sklaven. Also Frauen hatten prinzipiell keine Rechte. Und wenn Mädchen geboren wurden, dann wurden die lebendig im Sand vergraben, weil ein Mann sich geschämt hat, oh Gott, schon wieder eine Tochter. Er wollte lieber einen Sohn. Und in so einer Gesellschaft kam dann eben der Islam. Und da ist es so gewesen, dass der Prophet gesagt hat, ihr könnt nicht Frauen gegen ihren Willen verheiraten. Eine Frau muss zustimmen. Eine Frau muss auch eine Brautgabe bekommen. Also wenn ein Mann eine Frau heiraten möchte, dann muss er ihr ein Auskommen garantieren. Und eine Frau muss selbst höchstpersönlich dreimal sagen, ja, ich will diesen Mann heiraten, sonst gibt es keine gültige Ehe. Das ist also traditionelle Sachen, die uns einfach nur untergeschoben werden. Dann ein Thema finde ich auch noch wichtig, was ganz gern dem Islam untergeschoben wird, das ist die Mädchenbeschneidung. Das gibt es ganz viel in Nord- und Mittelafrika. Das ist ein Phänomen, da gibt es auch Menschen, die versuchen, das islamisch zu rechtfertigen. Und zwar gibt es da eine Koranstelle, die besagt, die sich also über Sex äußert und sagt, wenn das eine Beschnittene mit dem anderen Beschnittenen zugange ist. Und das gibt Leute, die das eben so auslegen, dass Frauen beschnitten werden sollten. Das stimmt aber nicht, weil unser Prophet den Männern immer gesagt hat, der Beste unter euch ist derjenige, der seine Frau am besten behandelt. Und das gilt auch dafür, was er mit im Bett mit seiner Frau macht. Also im Islam ist es eigentlich dem Vorbild des Propheten entsprechend, dass ein Mann erst seine Frau befriedigen soll, bevor er an sich selber denkt. Das kann er aber nicht mit einer beschnittenen Frau. Und dann noch die Verschleierung, das ist eine Sache. Das Kopftuch, das ist islamisch begründet, aber die Burka, die hier ja auch jetzt ein ganz großes, wichtiges Thema ist, die gab es schon vor 3000 Jahren im Persischen Reich. Da haben nämlich die Königinnen, die adeligen Prinzessinnen und so weiter sich vor den Blicken des Pöbels geschützt und haben sich eigentlich auf den Kamelen in einer Sänfte durchs Land tragen lassen. Wenn das aber nicht vorhanden war, dann wurden die ganz verschleiert. Aber das hat keine islamische Begründung. Wissen auch viele Muslime nicht. Aber ihr wisst es jetzt. Und jetzt bin ich wirklich fertig. Dankeschön. Ja, danke Zeynep. Das ist ja auch mal interessant, das mal von jemandem zu hören, der sich auch wirklich mit der Materie auskennt. Also jemand, der selber in der Materie drinsteckt. Und nicht einfach nur das, was uns erzählt wird. Ist ja auch verrückt. Ich meine, wenn man überlegt, wir hatten erst jahrzehntelang den Kalten Krieg und hatten Russland, die Sowjetunion als unser Feindbild. Da kam ja im Prinzip der Fall der Sowjetunion, es war kein richtiges Feindbild mehr da. Was hat man gemacht? Man hat ein paar Flugzeuge falsch geparkt in New York, in zwei solche Türmen. Drei sind eingestürzt, ich frage mich immer noch, weswegen. Und dann hatte man plötzlich den Islamisten als Feindbild, als neues Feindbild geschaffen. Jetzt kam Ukraine, haben wir den Russen wieder ins Boot geholt. Jetzt schicken Geheimdienste die IS, die ISIS, wieder ins Rennen oder ins Rennen. Jetzt haben wir wieder den Islam als Feindbild. Wir wissen ja schon bald gar nicht mehr, wer jetzt wirklich unser Feind ist. Und umso wichtiger ist es, sich wirklich über diese Themen dann auch tatsächlich mal zu informieren.
auch nicht nur leichtgläubig den ganzen Themen hinterherzulaufen. Aber es gibt ganz viele Sachen, die gefährlich sind.